wir bei einem Texture Pack Review. Und zwar meine Top 5 der Texture Packs. Ich sag's gleich, es ist meine Meinung, ja? Also nicht, dass ihr sagt, nein, das ist ja viel besser. Also es ist meine Meinung. Den fünften Platz bei mir bekommt meine Kraft. 64x64 ist die Auflösung. Ja, sieht eigentlich ganz schön aus, aber es benutzen einfach schon zu viele Leute und... Naja, es ist halt schon ein altes Texture Pack, es gefällt mir auch, aber... Ja, es gibt bessere Texture Packs inzwischen. Wie ich finde, bei euch kann es ja Platz 1 oder so sein. Bei mir ist es das nicht, weil halt... Naja, es benutzen schon zu viele Leute für mich. Und ja, ich fliege einfach mal ganz kurz einmal drüber. Es kann hier sein, dass auch ein paar Blöcke fehlen teilweise. Zum Beispiel hier kann ich ja mal kurz zeigen. Der Hopper. Der kommt erst in der 1.5. Die Map hier ist schon für die 1.5 geupdatet. Deswegen auch teils Sachen, die hier nicht so aussehen, so. Naja, das Dragon Egg sieht eigentlich ganz geil aus. Command Block. So, dann hier die Wollfarben hinten und lauter so Zeug halt. Dann gehe ich mal zu den Mobs. Haben wir hier die Kühe? Ja. Die Schafe sehen eigentlich ganz geil aus. Die Schweinchen, wie süß. Die Villager. Da hat sich ein Villager rübergebackt. Dann hier die Schneegolems. Dann hier die Pilzkühe, die Mushrooms. Dann hier die Hühner und hier die Wölfe. Dann gehen wir hier zu den Monstern runter. Haben wir hier die Schleimies, die Cave Spiders, die Zombie Pikmin, die sind irgendwie verbuggt. Die Blaze. Ach, hier haben wir den Magma Slime, den Andy, Silverfish. Dann haben wir hier Gariba, Zombie, hallo. Dann haben wir hier die Spinne und ein Skelett. Wäre auch ganz nett, wenn es spawnen würde. Naja, das... Ah, hier. Naja, die Items hier sind noch ein bisschen verbuggt. Naja, aber es haben einfach schon zu viele Leute, wie ich finde. Naja, dann... Gut. Der vierte Platz geht an das Faithful Texture Pack. Ist auch in 64x64. Das ist eigentlich das ganz normale Texture Pack. Nur halt, also das Default, einfach halt in 64x64. Also davor ist das nur in 32x32 gegeben. Ich finde es eigentlich ganz geil und ja, dann fliege ich hier nochmal kurz drüber. Hier so Sachen halt. Das Boot schwebt in der Luft. Redstone-Schalter, Wasser. Ja. Sieht eigentlich sehr geil aus, finde ich. Ja, dann schaue ich mir noch mal kurz die Mobs an. Ich habe es mir selber noch nicht angeschaut, das Faithful. Ich habe nur kurz mal einen Blick drauf geworfen und naja, ich kenne das 32x32, aber das hier halt noch nicht. Also hier die Kühe, dann die Schafe und hier fehlt der Spawner. Dann hier die Schweinchen, die Villager. Die Schneegolems, wieder mal ein Villager, der sich rübergepackt hat. Dann hier die Mushrooms, die Hühner und hier die Wolfies. Dann hier die Slimes, die Cave Spiders, die Lohen. Ja, Zombie Pikmin ist hier irgendwie nicht. Hier drüben sind noch keine Mobs, aber die kommen in der 1.6. Dann Andy. Silberfische. Ah, hier ist jetzt einer. Wow, der ist hochauflösend, Mann.
So, hier die Magma Cubes und ja. Dann kommen. Ach nee, warte mal. Hier die Spinne, das. Der Zombies, Creeper. Und hier kein Skelett. Ah, hier Skelett. Ja, ich find's eigentlich ganz geil. So, den dritten Platz belegt das Texture Pack Spexpol BD-Craft in der Auflösung von 128x128. Ich fand das eigentlich auch ein ganz nettes Texture Pack. Ja, das Wasser sieht ja eigentlich auch ganz geil aus. Ich glaube, die sind hier geupdatet worden, die Texturen des Wassers. Vom Ziegelstein hier ganz sicher. Das sieht geil aus. Und wo haben wir noch was? Ach, das Eis, genau. Sieht ein bisschen komisch aus. Aber, ups. So, ja. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Was haben wir hier drin eigentlich? Ach, Schallplatten und... Ach, hier sind Items. Rüstungen. Und so Zeit. Okay, dann fliege ich hier nochmal drüber. Also das ist eher so im Comic-Stil gehalten, das Texture Pack hier. Ja, die meisten Texture Packs, die ich hier habe, werden auch eigentlich immer sehr schnell geupdatet. Und ja, das ist halt das, was mir am meisten ausmacht bei Texture Packs, dass sie halt schnell geupdatet werden auf die Creeper. Auf die neue Creeper, ja, auf die neue Version. Das macht mir halt sehr viel aus, da das teilweise halt nicht der Fall ist bei Texture Pack. Dann Kühe, Schafe, Schweine, Villager, Schneegolems, die Mushrooms, Hühner, Wolfies, die möchten alle irgendwo hin. Hier Slimes, ja, hier ist ein Skelett gespawnt. Dann hier die Cave Spiders, die sind irgendwie weg. Dann hier die Zombie Pigments. Blaze ist gerade auch nicht da. Dann hier Magma Cube. Andy. Blaze Dingsen Bumsen. Blaze, ja. Dings Silberfische. Dann haben wir hier. Die Skelette mögen nicht spawnen. Die Spinnen. Zombies. Creeper. Spawn doch mal bitte. Danke. Hallo Creeper. Ja, gibt es in verschiedenen Farben. Habt ihr oben schon gesehen? Skelett. Möchtest du mal rauskommen? Na gut. Dann halt nicht. So, den zweiten Platz bekam von mir das Miese HD Texture Pack M64x64. Ich finde es eigentlich ganz schön, da es ein bisschen mittelalterlich gehalten ist. Es hat auch sehr viele schöne Animationen hier. Zum Beispiel das. Ich fliege hier kurz mal drüber. Ja, das hier ist auch geil da unten. Der Spender. Dann fliege ich hier mal über die ganzen Blöcke nochmal drüber. Ich finde das Texture Pack eigentlich saugeil. Aber Platz 1 belegt noch immer mein... Zeit benutzt das Texture Pack, dann dürfte es einigen eigentlich auch schon klar sein, welches Texture Pack das ist, wenn sie sich die neuen Videos ansehen. Wie zum Beispiel Let's. Nee, warte mal, das habe ich ja noch gar nicht. Stimmt ja. Die Videos sind noch nicht hochgeladen. Also Kühe, Schafe, Schweine, Villager. Dann haben wir hier die Schneegolems, die Hühner, die Mushrooms, dann die Wölfe, dann haben wir hier die Silberfische, irgendwie Lichtbugs, ne? Dann Endermans, die Magma Cubes, Blaze, Zombie Pigments, Höhlenspinnen, dann hier solche Dingchen, Slimes, dann hier das Skelett, das hier rausmarschiert. Die Spinne, der Zombie und der Creeper. So, und jetzt kommen wir wieder zur Nummer 1. So, und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Nummer 1. Und zwar das Dina Pack M64x64. Ja, das ist ein Mixpack aus
Sorry. So, das ist ein Mixpack aus Minecraft, Misa, Janina Craft und anderen Texturpacks, die weiß ich jetzt nicht mehr genau. Bei Minecraft verändern sich ja die Texturen der Erze immer und immer wieder. Hier haben die noch die alten Texturen reingemacht. Also Dina hat hier noch die alten Texturen reingemacht vom Eisen. Finde ich persönlich auch viel schöner. So, dann hier durch. So, ich fliege hier mal so ein bisschen durch. Wieder mal. Ja, ich finde das eigentlich zu geil. Also, ich kann nichts gegen sagen. Ja, dann schaue ich mir die Mobs an. Und dann war es das mit diesem Texture Pack Review. Eigentlich finde ich, hat das Faithful einen höheren Platz verdient. Aber vielleicht kommen ja noch mal neue Texture Pack Reviews. Ich glaube, die Dorfbewohner sind von ihm selber gemacht. Dann haben wir hier die. Ich fliege hier einfach mal schnell durch die Waldis. Dann Silberfische, Slimes, Cave Spiders. Die Zombie-Pigments mögen wieder mal nicht spawnen. Die lohnen auch nicht. Blazes schauen wir nachher nochmal. Skelette wollen auch nicht. Diese Spinne. Zombies wollen nicht. Creeper will. Zombie. Willst du spawnen, oder? Ne? Na gut. Ja, das war's dann mit diesem Texture Pack Review. Ich hoffe, euch gefallen die Texture Packs genauso gut. Die Downloads sind natürlich in der Beschreibung und der Map-Download auch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit den Texture Packs und nicht vergessen, immer schön weiterzocken.